Und insofern wollen wir heute gleich mal anfangen zum JFDD-Wiesenradar. Mittwochs immer wieder 15 bis 16 Uhr, ausnahmsweise auch mal früher. Wenn, dann kündigen wir dies natürlich an. Ja, heute wieder mal eine Beschau der Märkte und aus gegebenem Anlass. Ich verweise mal kurz hier auf den Artikel im Stream in Sachen Yen-Stärke und hier eben, ja, Sinn, Zweck des Ganzen im Kontext der japanischen Geldpolitik. Sehr, sehr lesenswerter Artikel, ruhig mal auf sich wirken lassen. Tatsache ist, wir sehen ja seit Jahresbeginn definitiv hier einen, ja, ich will fast schon sagen, großen Wechsel der Gefüge, der Währungsgefüge vielmehr. Und das ist natürlich ein Umstand, den man hier auch sehr schön technisch einfangen kann. Und wenn man sich anschaut, was sich da getan hat, dann wird das insbesondere natürlich hier bei den Yen-Pairs deutlich. Wir haben hier eine massive Yen-Aufwertung, wobei im Kontext dessen, was hier seit 2012 geschehen ist, Sie wissen es, Shinzo Abe-Regierungswechsel in Japan inklusive hier entsprechender Neujustierung der Notenbankpolitik führte natürlich, ja, im Gegensatz zur jetzt erfolgten Abwertung, die wir hier sehen, zu einer enormen Aufwertung des Jens, führte im Folgenden hier nach dem Regierungswechsel zu einer enormen Abwertung des Jens, entsprechend US-Dollar-Yen mit steigenden Preisen. Der US-Dollar wird dann hier in Yen gehandelt. Und das Ganze, ja, wie gesagt, schwächte sich hier ein Stück weit ab während der Sommermonate des letzten Jahres. Und interessanterweise genau an einem Punkt, hier um 124,13, das war hier ein Preishoch aus dem Sommermonat Juni 2007 vor Beginn der Finanzmarktkrise, wurde dieses Level hier erreicht. Und Sie sehen sehr eindrucksvoll, wir zoomen uns mal ein Stück weiter rein, dass eben genau dieses Level, diese Horizontalhürde, ja, man kann es jetzt Zufall nennen oder nicht. Letztlich wurde genau dieses Level wieder touchiert und es gelang kein Monatsschlusspreis oberhalb dieses Niveaus. Interessant, dass wir uns hier am Beginn der Finanzmarktkrise befanden und auch aktuell, augenblicklich, ist die Lage an den Finanzmärkten alles andere als wohlgesonnen. Wir sind definitiv in einer, ja, Schuldenproblematik aus europäischer Schrägstrich US politischer und ohnehin angelsächsischer Sicht gar keine Frage. Japan scheint hier auch unter Umständen in den Deflationsprozess zurückzukehren. Das sind alles Rahmenbedingungen, die wirklich unschön sind, neben dem, dass eben hier auch ein massiver Kapitalrückfluss in den Yen stattfindet, was eben ergo hier zu dieser Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen einerseits diese Aufwertung verhinderte und jetzt seit einigen Monaten das Ganze begünstigt, also hier eine Abwertung entsprechend einleitete. Und jetzt muss man natürlich sehen, was hier noch passieren kann. Grundsätzlich haben sich viele, auch Vermögensverwalter, sage ich mal, Kapitalinstitute, will ich es schon fast nennen, die hier im großen Bereich unterwegs sind, sich schon Ende 2015, gerade mit dem Beginn der US-Notenbankpolitik im Sinne anziehender Zinsen, von der Thematik verabschiedet, dass es hier definitiv eine weitere Fortsetzung der Bewegung der letzten Jahre geben könnte. Wir haben das auch entsprechend an den Aktienmärkten gespürt, insbesondere europäisch gesehen. Die USA hält sich ja, oder die USA halten sich ja vielmehr noch recht stabil, wenn man sich das mal betrachtet. Sollte es da auch noch in ein Pendeln kommen, dann muss man natürlich sehen, was das für Auswirkungen hat. Dazu hatte ich auch gestern ja den DAX mal unter die Lupe genommen, im Stream hier unter den Big Picture-Gesichtspunkten. Und für mich nach wie vor eigentlich hier das Level um 8000 Punkten nach wie vor interessant und ich halte dieses Niveau durchaus noch für erreichbar, was hier im Prinzip einer weiteren Bereinigung der generellen Aufwertung der letzten Jahre einfach zur Folge hat. Letztlich befinden wir uns übergeordnet ganz klar im Rallye-Modus und was auch jetzt immer an Verwerfungen noch kommen mag, letztlich sind das ja Prozesse, die sich an den Finanzmärkten immer wieder abspielen, aber wir haben derzeit definitiv eben auch noch hier die erhöhte Einflussnahme der Notenbanken weltweit, was das ganze Dilemma jetzt nicht unbedingt verbessert, aber Korrekturen, Bewegungen, ich nenne es mal auch Konjunkturzykliken im Sinne ihrer Ausdehnung, ihrer Reife, ihrer Umkehren, das findet ja schon und fand immer wieder statt und natürlich
deuten die Zeichen der Zeit jetzt erstmal darauf hin, dass wir wohl eine schwächere Phase erleben könnten. Gestern, also Alcoa startete ja Montag schlecht mit schwachen Zahlen. Gestern gab es noch eine Überraschung von JP Morgan in Sachen Quartalszahlen. Das sind natürlich Rahmenbedingungen, die hier sicherlich auch noch ihren Fokus auswerfen im Sinne dessen, wie natürlich hier die Earnings aus den USA jetzt reinkommen. Sprich, konnten die US-amerikanischen Konzerne, die ja hier als Zugpferd der Welt in Sachen ja, Industrialisierung beziehungsweise ohnehin eben Wachstumsgeneration und Flexibilität im Sinne des Kapitalismus stehen. Wenn die Zahlen natürlich hier überwiegend positiv überraschen, dann muss man sehen, ob die Märkte dann im Sinne des Ausblicks das Ganze dann auch weiter honorieren, weil Zahlen sind ja im Prinzip schon Vergangenes, Erfolgtes. Die Spekulation auf die Zahlen erfolgte ja vorher und jetzt geht es eben darum, werden die Erwartungshaltungen erfüllt oder nicht. Das wird die große Gretchenfrage sein, das wissen wir erst in einigen Wochen. Auch wenn dann später die deutschen Earnings kommen, also die deutschen Quartalszahlen. Letztlich hier eine Situation, die dennoch mutmaßen lässt, dass hier noch nichts wirklich weit ausgestanden ist. Also mir scheint es so, als würden die Indizes noch kräftiger zurückkommen können. Ergo würde das auch dazu passen, dass es eine weitere Yen-Aufwertung gibt, also sprich alle Yen-Pairs, insbesondere hier das Major-Pair US-Dollar, Japanisch-Yen, sozusagen weiter abwerten. Und wenn wir uns den Chart hier anschauen, dann wird eine Zone deutlich, hier Bereich 100, 102 Yen etwa, diese grüne Support-Zone. Da sind wir jetzt knapp 900 Pips weg. Mal betrachtet, was wir schon hier zurückgelegt haben, eben schon deutlich über 1400 Pips nach unten, ist das jetzt gar nicht mehr die große Wegstrecke, um dieses Level zu erreichen. Aber mir scheint es so, als könnte es hier durchaus noch einen Rücklauf in diese Region geben und der Yen hier entsprechend weiter aufwerten. Das wird jetzt hier nicht geradlinig geschehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier noch kein Ende gefunden hat und es sozusagen hier zu einer weiteren Ausdehnung der Korrektur kommt. Und wir sehen, das ist eben das Interessante, hier zur Finanzmarktkrise, die Situation, auch Schuldenproblematik etc. etc. Nur wurde damals die Problematik selbst eben, ja, wenn man es buchstäblich so sagen möchte, das Feuer mit Benzin bekämpft, also letztlich nur noch weiter angeheizt, die ganze Geschichte. Und jetzt haben wir ja noch größere Schuldenberge als vorher. Und das Problem ja jetzt noch, dass hier sozusagen neben den einzelnen Bankinstituten, die ja hier alle reihum gerettet wurden, jetzt auch noch die Zentralbanken mit ihren Aufkäufen noch mehr und mehr drinstecken und eben auch hier ganze Volkswirtschaften. Das ist natürlich eine Situation, die hier das ganze Gefüge, das ganze Marktgefüge ein Stück weit zerrütten. Das heißt, der Einfluss der Notenbanken und dessen, was sie ja immer bezwecken, ob sich das langfristig so bezahlt, Macht, das steht mal außer Frage. Letztlich, wie gesagt, die japanische Notenbank hat schon immer versucht, die Deflation zu bekämpfen, hat es offenkundig nicht geschafft. Und wenn es jetzt eben hier eine weitere Yen-Aufwertung geben sollte, dann ist das hier nochmal Salz in die Wunde sozusagen und das würde sicherlich hier den Markt weiter erschüttern. Technisch gesehen, wie gesagt, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier im Grunde genommen in einem Abwärtsimpuls. Und wenn wir von der Erholungsbewegung ja, vom Tief 75,58 2011, aber insbesondere hier mit diesem kleinen Doppelboden hier aus 2012 herleitend, wenn wir von diesem Niveau ausgehen und hier jetzt einfach mal im Sinne der Marktbewegungen hier die FIBO-Levels einzeichnen, die ich jetzt mal direkt umdrehen muss, damit hier die Relationen auch stimmen, einfach nur, um einzufangen, wie weit es noch gehen könnte, wo hier im Sinne des goldenen Schnitts Möglichkeiten einer Stabilisierung zu finden sind, dann fällt auf, dass wir hier gerade vor dem 38er-Level stehen, also 38% dieser Aufwärtsbewegung korrektiv korrigiert wurden. Das ist ein schönes Umkehrlevel, aber mir scheint auch hier, und das ist sehr, sehr interessant, der goldene Schnitt ist es nicht, sondern vielmehr die goldene Mitte. Hier um 100 Yen könnte ich mir hier gut vorstellen, dass wir genau in diese Region noch laufen werden. Also ergo alle weiteren Yen-Pairs dürften sich diesem Prozess nicht entziehen. Das ist jetzt hier keine Handelsempfehlung, um Gottes Willen. Das ist einfach nur die Perspektive, die sich hier augenblicklich ableiten lässt und sich hier sozusagen darstellt im Kontext dessen, dass wir auch an den Aktienmärkten meines Erachtens noch nicht das finale Tief gefunden haben. Und gerade hier der Safe Haven bzw. die Kapitalrückflüsse, die dann eben dann stattfinden, wenn diverse Assets an Wert verlieren, dann dürfte das hier eben einen zusätzlichen Drive in den Yen begünstigen. Und gerade das erscheint mir so, würde hier in der Folge auch weitere Schwäche erzeugen können. Wir hatten im letzten Jahr hier im August, das ist die Augustkerze, die hier schon so ein Stück weit Ernüchterung brachte,
Ja, das war hier die Geschichte, wo die chinesische People's Bank of China hier sozusagen intervenierte in Sachen ihres Renminbis. Und das folgte ja dann einige Male noch darauf hin. Aber man muss sagen, hier hat sich eigentlich genau an diesem Punkt im August des letzten Jahres fast schon noch eine, ja, Erholung angedeutet, die dann eigentlich hätte sogar noch zu einer weiteren Aufwertung führen können, also einer weiteren US-Dollar-Stärke, die dann ja so jetzt hier nicht Einzug fand, muss man natürlich zugestehen. Der US-Dollar hat hier in der Folge ja dann hier es nicht geschafft, diesen Trendkanal zu verteidigen. Es gab einige Monate des Tauziehens sozusagen, aber hier Ende 2012, dann 2015 im Dezember, Schrägstrich mit Beginn des neuen Jahres und dem Ausverkauf an den Märkten, ging es dann eben hier doch sehr, sehr deutlich runter. Und meines Erachtens hat sich hier sozusagen ein Impuls eröffnet, der zu Großteilen bereits abgearbeitet sein könnte, aber ich meine, auch hier fehlt noch der finale Touch in Richtung 100. Auch auf diesem Niveau könnte ich mir vorstellen, gibt es, also gerade, ich will sagen, die 100-Yen-Marke ist auch so eine Art psychologische Hausnummer. Gerade um dieses Niveau herum könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann nicht nur verbal, sondern auch aktive Intervention der japanischen Notenbank geben wird, die dann hier sozusagen nochmal einen drauflegen in Sachen Expansion ihrer Tätigkeiten. Und das dürfte dann ergo sicherlich auch hier eine Erholung einleiten. Ob die dann nachhaltig ist, Schrägstrich eine große Umkehr einleitet, das bleibt mal abzuwarten. Letztlich heute hier erstmal die Situation, die, dass wir im großen Bild wohl noch nicht am Ende der Bewegung sind. Und wenn wir jetzt mal das ganz große Bild anschauen, und deswegen gehe ich mal ein Stück weiter raus hier zum Bretton Woods-System zurück, hier Anfang der 70er, Mitte der 70er, dann sehen Sie, wo der Yen eigentlich herkommt. Und ich habe auch noch ein älteres Pick, das müsste ich jetzt mal in meinem Archiv suchen, aber ich denke, es reicht, wenn wir einige Jahrzehnte zurückgehen. Da sehen wir hier diese übergeordnete Spirale sozusagen der US-Dollar-Schwäche, ja, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen übergeordnet verloren und der Yen hier entsprechend in der Gegenrolle. Und das ist sehr schön zu sehen, dass der Yen grundsätzlich, oder besser gesagt der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, wenn denn dieser Aufwertungsprozess beibehalten werden könnte aus dem Jahr 2012, hier noch richtig viel Luft nach oben hat. Ja. Und es wurde auch mittelfristig orakelt, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier auch deutliche Niveaus in Richtung 300-500 Yen sogar ansteuern könnte. Ja, also das würde natürlich einer enormen US-Dollar-Stärke gleichkommen, Schrägstrich Yen-Schwäche. Ob das natürlich dann hier so gewollt ist, das bleibt mal abzuwarten. Augenblicklich sieht es auf jeden Fall nicht danach aus, als könnte das der japanische Yen hier erzeugen, beziehungsweise der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Was man hier unter Big Picture Punkten noch sagen muss, und dann würde ich dann auch zum nächsten Paar übergehen. Ich sehe auch schon einige Wünsche an Währungen, die werde ich natürlich noch vornehmen. Aber was man hier als Big Picture Pick anmerken kann, ist die Tatsache, dass insbesondere hier der Bereich um 124 Yen, 124,13, explizit das Hoch hier vom Juli 2015, das waren 125,85 Yen. Also hier diese Zone hier oben, wenn es gelingt, oder dem US-Dollar vielmehr gegen den japanischen Yen gelingen sollte, hier auszubrechen nach oben, dann hat man mit Sicherheit 1000 Schrägstrich 1500, 2000 Pips nach oben in Sachen einer weiteren Aufwertung zu erwarten. Aber erstmal ist hier der Deckel drauf und ich denke, es dürfte eben hier eine weitere Schwäche geben. Also der US-Dollar gegen den Yen weiter Schwächen notieren, der Yen entsprechend aufwerten, bevor dann hier in diesem Bereich eben die spätestens eben die Intervention der japanischen Notenbank anfangen dürften. Das, wie gesagt, mal ganz interessant dazu. Ich lese als erster, Müdi 06 hat hier reingeschossen, das war mit als einer der ersten, der hier eine Währungsanfrage sozusagen gestellt hat, betreffend das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch Cable genannt. Die 1,35 aus meiner Sicht nach wie vor attraktiv, aktiv, ja, auch wenn wir jetzt aktuell eine Pfundstärke erleben in dieser Handelswoche. Das Tauziehen kann sich hier auch noch ein Stück weit hinziehen. Also mein präferiertes Szenario wäre immer noch die 1,35, spätestens bis zum Juni. Ja, je nachdem, was beim Brexit oder auch nicht dann passiert, beim Referendum hier, muss man dann mal abwarten, ob es dann hier noch einen finalen Spike gibt oder nicht. Aber das wäre unter Relationsgesichtspunkten im Sinne der
Ja, technischen Analyse und der entsprechenden Ableitung hier ein Idealziel, ja, dass das britische Pfund das erreicht, das steht mal außer Frage. Im Worst Case haben wir das finale Tief hier schon gesehen, im Februar, ja doch im Februar, hier mit diesen Niveaus um 1,38, 1,39, das könnte es auch schon gewesen sein. Passt natürlich nicht zur Symmetrie der ABCD-Bewegung, aber im Prinzip ist es auch nicht so, dass wir hier mit einem Zirkel und einem Gardemaß hier anlegen können und genau so sagen, dass es kommt. Wir versuchen ja vielmehr hier die Massenpsychologie, die Stärke, Schrägstrich Schwäche einer Währung hier entsprechend einzufangen und möglichst annähernd hier gewisse Folgetendenzen anhand der vergangenen Geschehnisse abzuleiten. Und solche ABCD-Muster gibt es oder gab es in der Vergangenheit häufig. Das heißt natürlich nicht, dass das exakt so kommen muss, würde aber eigentlich zum präferierten Szenario passen, dass das britische Pfund zunächst weiter schwächer sich orientiert. Allerdings spielt natürlich hier der US-Dollar auch eine Rolle. Und wenn ich vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen sprach, dann haben wir natürlich gesehen, dass der US-Dollar hier entsprechend abwertete, der Yen aufwertet. Und hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, das ist hier noch ein Graph, der sich hier aus dem Devisenradar ableitete. Das habe ich jetzt nicht aktualisiert, um sozusagen immer noch die Nähe zur vergangenen Einschätzung herzuleiten. Ideal wäre es gewesen, wenn das britische Pfund hier bei 1,4150 direkt wieder abdreht. Es tat es nicht, wie wir sehen. Vielmehr hat das britische Pfund weiter aufgedreht und hat jetzt sozusagen Szenario B aktiviert mit dieser Erholungsbewegung in Richtung 1,43, 1,43,50. Und hier oben, meine ich, wäre dann ja fast schon ein Idealszenario, um auf eine Bewegung einzugehen, die hier eine Umkehr einleiten könnte. Ja, also man dürfte hier wieder von der Stärke des US-Dollars ausgehen und von einer Schwäche des britischen Pfunds, was dann ergo hier eine Umkehr einleiten dürfte. Also rein auf das Cable bezogen, britisch Pfund US-Dollar, ist jetzt hier eine interessante Situation entstanden, die bei weiteren Erholungsschüben zwischen 1,4250, 1,4350 durchaus Short-Engagements rechtfertigt. Vor der Annahme, dass der übergeordnete Abwärtstrend, und da machen wir uns ja nichts vor, der ist abwärts gerichtet, ganz klar, dass sich dieser weiter nach unten fortsetzt. Ja. Und möglicherweise eben hier das Ziel in Richtung 1,35 noch möglich werden lässt. Das Ganze ist hinfällig, das ist immer wieder Plan B, aber wenn die Technik es nun mal vorgibt, dann muss man sich auch daran halten. Ein Plan B wäre es, wenn wir hier ausbrechen über 1,44, insbesondere hier 1,4475, also speziell hier die Hochpunkte vom März. Wenn wir die nach oben aushebeln, sehen Sie am grauen Tendenzfall, dann wäre es durchaus eher zu erwarten, dass das Pfund hier die 1,35 nicht mehr sehen wird, sondern vielmehr dann direkt weiter aufwertet. Das dürfte auch hier mit dem Referendum sicherlich eng zusammenhängen am 23.06. oder aber speziell dann auch hier mit einer möglichen US-Dollar-Schwäche. So, und wenn wir von der US-Dollar-Schwäche sprechen, wir werden uns auch noch andere Währungspaare anschauen. Ich sehe schon mehr vermehrte Fragen, dann will ich Ihnen aber an dieser Stelle auch nicht den US-Dollar-Index vorenthalten. Ja, also wenn wir natürlich hier beim US-Dollar-Yen eine Schwäche sehen, dann ist es auch klar, dass der US-Dollar gegenüber dem Währungskorb hier im US-Dollar-Index Future sozusagen auch eine Schwäche aufweist. Und interessant hier, dass auch da die Marke von 100 Punkten, ja, sei es Zufall oder nicht, auch hier eine klare Hürde darstellte. Erinnern Sie sich beim Yen an die Marke von 100 Yen für den Fall, dass der US-Dollar-Yen eben weiter abwertet, wäre das ein Level für mich, wo, glaube ich, spätestens dort die japanische Notenbank massiv eingreifen wird, also dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen nochmal zweistellig wird. Ich glaube, das würden sie versuchen zu verhindern. Ob das mit Erfolg gekrönt sein wird, das bleibt mal dahingestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall versucht wird. Hier haben wir aber auch das Level von 100 Punkten, die hier ganz klar als Widerstand sich herauskristallisierte. Das Szenario eines Aufwärtslaufs in Richtung 108 erfüllte sich somit keineswegs. Wir sehen seither eben eine signifikante Schwäche und wir laufen hier auf den Bereich zu. 93,15 hatte ich im vergangenen Jahr auch durchaus immer wieder mal auf die oder im Sinne der Betrachtung des US-Dollar Futures immer wieder auch benannt. Die 93,15 ist eine Marke, die auch hier zuletzt im August 2015 eben hier die starke Abwärtskorrektur in den Aktienmärkten im Sinne der Intervention der chinesischen Notenbank. Dieses Level scheint jetzt hier wieder angesteuert werden zu wollen. Also Sie sehen, hier kann es durchaus noch ein Stück weit tiefer gehen, rein vom US-Dollar-Index. Es kann auch einen Spike nach unten geben. Aber idealerweise um 93 Punkte sollte, Schrägstrich, müsste der Markt hier eine Stabilisierung erfahren,
um hier nicht weiter signifikant abzutauchen. Ja, also dass der Oberste eine große Schwäche fährt. Ich denke, hier ist ein guter Boden ausmachbar, der den US-Dollar-Index, Schrägstrich den US-Dollar als solchen selbst stützen dürfte. Ja, spricht natürlich auch nichts dagegen, dass wir, wenn wir hier noch ein Stück weit runterfallen, je nachdem wie stark der Yen aufwertet, entsprechend hier auch natürlich ein tiefer Gegenlauf stattfindet. Ja, also wenn der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier nach unten dreht, dann tut es der US-Dollar-Index mit Sicherheit auch. Und das würde hier dann entsprechend eben auch einer Preisbewegung entsprechen, die hier dann eben durchaus unter 93 Punkte führen kann. Unter technischen Gesichtspunkten sollte aber hier eine Stabilisierung erfolgen. Das bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten. Der US-Dollar-Index sollte in jedem Falle im Auge gehalten werden. Aktuell sehen wir jetzt wieder eine kleine Schwäche beim US-Dollar von den Tageshochs kommt, aber da muss man jetzt mal sehen, wie die Reise hier noch weitergeht. Die Ranges sind relativ gut ausgeschöpft, will ich mal sagen. Gut, also US-Dollar-Index auch weiter im Konsolidierungs-Abwärtsmodus, auch noch auf der Suche nach einem Boden, der aber hier unmittelbar vorausstehen könnte. US-Dollar-Index entsprechend hier im Abwärtszug und genauso US-Dollar-Yen. Das käme hier mit einem Stück weit einer anderen Geschichte. Ja, also hier ist das Referendum am 23.06. sicherlich noch eine größere Hausnummer, was hier das Cable maßgeblich beeinflussen wird. Aber auf jeden Fall spannend, ob hier eine kleine Umkehr gelingt. Ja, muss natürlich dann auch hier ganz klar mit der entsprechenden US-Dollar-Sphäre einhergehen. Doch man muss auch bei Währungen natürlich bemerken, dass es hier auch immer wieder Nachfrage-Schrägstrich gewisse Liquiditätsflüsse in gewisse Währungen gibt. Und wenn jetzt der US-Dollar relativ, ich will es mal so sagen, seitwärts tendiert, aber massive Geldabflüsse oder Zuflüsse beim britischen Pfund darstellen oder insbesondere eben hier die möglicherweise übergeordnete schwächere Pfundwährung sozusagen gegen eine stabile US-Dollar-Währung sich dann stellt, dann kommt es hier auch ganz klar zu einer Abwertung, ohne dass der US-Dollar hier jetzt massiv aufwerten muss. Ja, da hat das britische Pfund natürlich hier noch einen größeren Radius und das gilt es zu beachten eben bis hin zum Referendum. Also der Juni wird sicherlich sehr, sehr spannend für das britische Pfund. Euro-US-Dollar heute, den schauen wir uns mal an, der ist auch mehrfach schon befragt worden im Chat. Den nehmen wir uns natürlich immer wieder gern vor. Ich hatte auch hier im Stream ja aufgrund der Freigabe müssen Sie diesen Chart eigentlich immer wieder sehen. Und auch im Devisenradar hatten wir im Prinzip den Euro gegenüber dem US-Dollar immer wieder gecovert. Ja, und wenn wir davon ausgehen, dass der Euro hier natürlich massiv schwach reinkommt und er sich hier sichtlich schwer tut im Bereich 1,14, dann war eben hier die präferierte Annahme eines Rücksetzers, die heute erfolgt ist. Also heute muss man wirklich sagen, es scheint so, als wäre der Markt hier definitiv in diesen Abwärtszug eingeschwenkt und hier jetzt, Sie sehen es ja anhand der Fibonacci-Muster, anhand dieser Unterstützung, ist eine Erholung denkbar. Also es wäre der Idealverlauf, den wir hier bei dem letzten JFD-Devisenradar sozusagen skizziert haben, ein Idealverlauf im Sinne dessen, dass der Markt hier diesen Rücksetzer vollzieht und sich jetzt hier versucht am EMA 20, obwohl das jetzt nicht die übergeordnete Rolle spielt, aber hier auf jeden Fall am EMA 20 versucht zu stabilisieren. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die muss man mal im Auge behalten. Euro-US-Dollar jetzt hier sicherlich in einer sehr, sehr interessanten Ausgangslage, vor dem Hintergrund, dass hier eben der Markt durchaus ja, eine Erholung erfahren kann, vom aktuellen Level ausgehend. So, dann schauen wir mal. Können auch gerne noch mal ins kurzfristige Zeitfenster reingehen. Mal hier jede Menge Fragen im Chat. Ja, ich gehe auch noch auf den Euro-Yen ein, wobei, wie gesagt, die übergeordnete Yen-Stärke noch ein Thema sein wird. Alpha 21, kurze Frage mit den Templates. Habe ich die tatsächlich zugeschickt? Müsste jetzt direkt nochmal drauf eingehen. Nochmal die Frage, bitte, hatte ich die zugeschickt, die Templates? Und wenn ja, welche Templates? Nochmal kurzes Feedback, bitte. So, da sind auch einige weitere Fragen
Sehr gut, dann passt das ja. Deswegen das Danke für die Templates. Genau, ich wusste jetzt gar nicht mehr 100%. Dann ist es ja wunderbar. Auch eine interessante Frage, die ich gerade mal aufnehme. Und zwar, jetzt denke ich mal, ein Rookie, so will ich mal sagen, ein Einsteiger im Bereich, noch relativ jung in Sachen Trading unterwegs. Und eine interessante Frage, die sich vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch schon gestellt hat, und zwar, macht es Sinn, eine Währung über Monate bzw. Jahre zu halten, da sie derzeit Monate und Jahre darstellen? Also praktisch die Eingangsanalyse hier zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Nun, es ist einerseits so, dass Währungen, das sehen Sie ja hier beim Yen, in außerordentlicher Art und Weise hier durchaus zu starken Trendbewegungen neigen. Ja, das große Geld, muss man aber sagen, realistisch erfolgen weit über 90% des Währungshandels intraday. Also wenn Sie jetzt herkommen und eine Währung wirklich, also oder besser gesagt, ein Währungspaar, ja, Sie handeln ja immer eine Währung gegen eine andere, und wenn Sie ein Währungspaar jetzt über Jahre halten würden, ja, dann wäre das sicherlich eher eine Ausnahmesituation. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu tun, gar keine Frage, aber primär dient so eine große Beschau eigentlich so dem generellen Geldfluss oder der Betrachtung des generellen Geldflusses, um sozusagen festzustellen, wohin denn hier die großen Währungsblöcke denn sich schieben. Und wenn man eine Währung wie zum Beispiel, also eine Hochzinswährung, beispielsweise Australdollar, US-Dollar oder auch damals die Carry-Trade-Währung Euro-US-Dollar, ja, also praktisch, das war ja auch gerade die Carry-Trade-Idee, die bis zur Finanzmarktkrise ganz gut funktioniert hat. Also sich hier in einer günstigen Währung verschulden und dann praktisch hier mit günstigem Zinssatz die Schulden zu bedienen und das Ganze in einer Hochzinswährung oder Hochzinsassets wie US-Dollar oder eben auch Euroraum dann anzulegen. Das ist natürlich was, was man durchaus machen kann und was auch durchaus viel praktiziert wurde. Aber sowas ist im Prinzip von langer Zeit oder für eine Ewigkeit nicht von Dauer. Ja, das heißt, es gibt Marktphasen, es gibt auch Leitzinsveränderungen, es gibt marktpolitische, geopolitische Veränderungen, die man immer wieder ins Kalkül ziehen muss. Und deswegen kann man hier nicht pauschal sagen, dass es eine Währung oder dass man eine Währung hier generell über Monate oder Jahre halten sollte. Dazu ist der Markt viel zu komplex. Es ist ja gleichsam, Sie könnten eine Aktie kaufen und die praktisch buy and hold, also sozusagen ins Portfolio einbuchen und einfach liegen lassen. Das kann gut funktionieren, das kann aber auch nach hinten losgehen, je nachdem, welches Asset Sie hier sozusagen oder welche Aktie Sie sich reinlegen. Und bei Währung ist es genauso. Bis zum Jahr 2011, 12 ist man sicherlich gut gefahren, den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier im übergeordneten Kontext Short zu spielen. Aber es gab zwischenzeitlich immer wieder enorme Korrekturen. Eine solche, wie wir eben jetzt auch seit 2012, 13 mit dem Regierungswechsel gesehen haben. Und jetzt dann hier ist die große Gretchenfrage: Sind wir jetzt am Ende dieses Aufwertungsprozesses im Sinne einer neuen Abwertung, oder ist das hier nur eine kleine Konsolidierung, die dann im Umkehrschluss zu neuen Hochs gipfelt? Das lässt sich heute nicht sagen. Wir wissen es schlichtweg nicht. Es lässt sich nur sozusagen eingrenzen, dass wir aktuell hier eine Situation haben, die weitere Verluste zulässt. Und zwischen, ich sage mal ja, hier 110, 100 Yen dürfte eine Bodenbildung möglich werden. Allein schon aus dem Grund, dass die japanische Notenbank sicherlich hier eingreifen wird, um den Yen nicht unter die Marke von 100 Yen fallen zu lassen. Also bei den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen unter die Marke von 100 Yen. Also da denke ich, darf man sich auf einiges noch einstellen. Aber von den Währungsattraktivitäten hier, wie gesagt, jetzt auch nochmal auf die aktuelle Situation bezogen, sozusagen Hochzinswährung, kann man jetzt eigentlich nur den Australdollar, Neuseelanddollar ins Auge fassen gegenüber dem US-Dollar beispielsweise. Das heißt, Sie kriegen hier, wenn Sie die starke Währung auf der Long-Seite spielen, also eine Aufwertung des Australdollars sozusagen ins Kalkül ziehen, dann ist es so, dass Sie natürlich hier auch an den Swap-Gebühren, an den Rollover-Gebühren partizipieren und sozusagen hier aufgrund der positiven Zinsdifferenz auch nächtliche Gutschriften kriegen. Ja, da macht es natürlich durchaus Sinn, solche Trades mittel- bis langfristig zu halten, um dann eben daran zu partizipieren. Aber achten Sie eben auf die Schwankungen. Es nützt Ihnen ja wenig, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Australdollar gegenüber dem US-Dollar hier in den Fokus nehmen. Ja, hier im großen Bild nützt es Ihnen ja wenig, wenn der Markt selber, oh, hier haben wir nochmal so einen Monster-Spike heute, also ich muss gleich nochmal eine E-Mail schreiben, nützt es Ihnen ja wenig, wenn, wobei der Spike von einer anderen Plattform ausging, nützt es Ihnen ja wenig, jetzt sind wir bei JFD Brokers, da passt das wieder, wenn jetzt hier sozusagen eine Long-Währung gespielt wird oder ein Long-Momentum gespielt wird und aber
ja, das Setup sich umkehrt. Ja, da hätten Sie praktisch mit diesen nächtlichen, was ist das jetzt hier, mit den nächtlichen Gutschriften diese Abwertung hier keinesfalls kompensiert. Ja, ideal ist so ein Gleichlauf. Und ich meine, beim Stream gelesen haben bei mir, dass es jemanden gab, der hier um 0,75 eingestiegen ist, also hier in diesem Preissegment, oder 0,72 war es, meine ich eher. Ja, als wer hier diese Bewegung, diesen Ausbruch nach oben mitgenommen hat, sozusagen als, man nennt es ja auch Swing Trade oder in dem Fall sogar Positionstrade, der dann hier über Tage, Wochen, manchmal Monate gehen kann, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte. Das heißt, sie verdienen jeden Tag eine Zinsgutschrift im Sinne der positiven Differenz beim Australdollar, US-Dollar und im Umkehrschluss dann auch noch an der Preisentwicklung im Norden. Das ist, wie gesagt, eine ideale Voraussetzung, aber grundsätzlich spielt sich die Masse der Devisengeschäfte im Intraday-Bereich ab. Ja, und auch selbst die Banken, die hier den Markt sozusagen befruchten mit ihren Tätigkeiten. Die schließen ihre Bücher auch zumeist Donnerstag, Freitags, um dann in der neuen Woche sozusagen mit den Auswertungen der vorangegangenen Woche, mit den COT-Daten, Commitment of Traders, wie sind die Future-Positionierung der einzelnen Währungen, dann Ableitung für die kommende Woche zu treffen. Also eher die Ausnahme, dass hier Währungen über lange Zeit gehalten werden. Aber möglich ist es und es gibt durchaus auch ja, Taktiken, dies zu tun, insbesondere vor dem Carry-Trade-Hintergrund, also hier der Zins. Vorteil des Zinsvorteils, wobei natürlich mit den weltweiten Zinssenkungen der sozusagen Abwertungsspirale, ja, der Währungen hier sicherlich jetzt nicht mehr die Möglichkeiten gegeben sind wie früher. Da kommen wir auch jetzt hier mal zu einer interessanten Sache und zwar beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar ist es natürlich so, dass wir hier einen positiven Zinsbias für den Australdollar haben und hier die Abwertung ja letztlich auch deswegen erfolgte, weil wir natürlich hier in den USA, jetzt müssen wir uns mal ein Stück weit rausscrollen. Ja, also der, Moment, wir machen den mal einen großen Chart. Wir haben auch den Bug bei der Forex-Plattform. Muss ich gleich nochmal schreiben an Börse Go. Wir haben hier, lassen Sie mich durch diese Wunderkerze hier. Im Grunde genommen 2014 hat ja hier praktisch der Wechsel der US-Notenbankpolitik stattgefunden. Ja. So. Und der Australdollar gegenüber dem US-Dollar hat hier praktisch schon eine Umkehr vollzogen nach unten. Ja, also man hat gesehen, der Australdollar hat schon abgewertet hier in den Vorjahren seit 2011. Ich habe übrigens eigentlich darauf gehofft, dass wir hier die 1,10 noch schlagen würden. Dazu kam es nicht. Es fand hier eine große Abwertung statt. Und er hat sich dann sukzessive nach unten gearbeitet und kaum einer hätte damit gerechnet, dass hier die 0,86 auch durchbrochen wird. Dann jedoch im Sommer 2014, insbesondere hier im Oktober, nahm das ja sogar noch mehr Gestalt an, hat die US-amerikanische Notenbank ja oder im Herbst fing das ja schon an, ihren Abschied von dem Quantitative Easing beschlossen. Also hier die Stützungskäufe, die wir in Europa und Asien sehen. Die zu beenden, führte ja einerseits schon mal zu einer US-Dollar-Aufwertung, was Sie hier massiv sehen. Und dann auch noch die Aussicht einer, und das haben Sie jetzt schon über anderthalb Jahre hinausgezögert, einer Zinsanhebung. Und diese Zinsanhebung haben wir ja jetzt im Dezember letzten Jahres gesehen. Und sozusagen hat sich das erfüllt, was der Markt hier gespielt hat. Im Prinzip eine US-Dollar-Stärke, also ein Übergewichten des US-Dollars. Aber jetzt muss man hier nochmal der Sache Einhalt gebieten, dass die USA rein volkswirtschaftlich ja gar nicht in der Lage sind, die Leitzinsen so exorbitant anzuheben, als dass sie hier, wir reden jetzt hier über Leitzinssätze, lassen Sie mich dazu die Zinsinfo mal aufrufen, von 5, 6, 8%. Es ist ja schlichtweg nicht möglich, denn wenn die USA das tun würde und wir wissen, dass die USA hier eine Kreditwirtschaft ist, ja, wir sehen jetzt hier mal den Zinsvergleich. Schauen Sie sich doch mal an, wo die Zinsen hier waren zu Beginn des Millenniums. Ja. Hier, schauen Sie das mal an, 6,5 USA, dann hier vor der Finanzmarktkrise 5,25. Das sind hier Niveaus, da sind wir meilenweit weg. Und wenn diese Niveaus wieder angelaufen werden sollten, aus meiner Sicht heraus, wäre das im Prinzip ja, der Untergang des Wirtschaftswachstums, Schrägstrich der Binnennachfrage in den USA, weil schlichtweg die Zinszahlungen, die Leistungen, die hier zu erbringen werden vom Konsumenten, von den ganzen Schuldnern, einfach viel zu hoch wären und das würde im Prinzip die ganze Wirtschaft lahmlegen. Deswegen kann es meines Erachtens nicht funktionieren, dass wir hier massive Zinsaufwertungen sehen, Zinsaufwertungen sage ich schon, Zinsanhebungen. Und dieses kleine 0,25-Schrittchen, was wir hier erlebt haben, ist letztlich auch nur was, wo ich sage, wenn überhaupt, kommen hier noch kleine Tüpfelchen oben drauf, aber dass wir hier in Richtung 4, 5% gehen können, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja? Also das würde, wie gesagt, die US-amerikanische Wirtschaft kappen.
und würde auch eine US-Dollar-Stärke herbeiführen, die weltweit gar nicht gewünscht sein kann. Gerade die Emerging Markets würden extrem drunter leiden. Und wenn wir uns den US-Dollar-Index nochmal anschauen, ist eben die große Gretchenfrage mit der laufenden Schwäche hier, ob wir überhaupt über die 100 Punkte-Marke ausbrechen können. Also wir sind in der laufenden Abwärtsbewegung, die können sich weiter fortsetzen. Ergo im Umkehrschluss, hier Euro-US-Dollar sicherlich noch nicht fertig nach oben. Lass uns nochmal Euro-US-Dollar angehen, auch jetzt hier der Austral-Dollar-US-Dollar. Ich denke, hier kann es durchaus noch weitergehen. Heute sehen wir den Euro zwar ein bisschen schwächer, aber wie gesagt, an einem sehr, sehr interessanten Level. Da gehe ich hier nochmal in den Chart, den Sie hier bei mir am Stream, also hier im Stream, immer wieder auch aktualisiert sehen, diesen Chart hier, den Euro-Chart. Hin und wieder schreibe ich auch einen Artikel dazu, aber in der Regel wird der hier sozusagen aktualisiert. Spätestens Mittwoch wie heute ist es eben so, dass wir jetzt hier auf jeden Fall eine gute Voraussetzung haben, hier einen Auftrieb zu erleben, also in diesem Niveau. Ja, hier haben wir das 61er Level, 1,1250. Zu so einem tiefen Spike muss es nicht kommen. Technisch gesehen wäre der Euro eigentlich jetzt bereit, wieder zur Erholung anzusetzen. Wir haben hier die Situation, dass es wohl noch nicht so weit ist, als dass der Euro jetzt hier eine große Schwäche übergehen würde. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir hier jetzt in den nächsten Stunden, vielleicht auch bis zum Wochenschluss, hier eine Stabilisierung sehen. Also unter 1,1260, dann muss man natürlich hier noch mit einem Spike nach unten rechnen. Das wäre jetzt aber eher Plan B, von wo es aus dann wohl wieder weiter nach oben gehen dürfte. Also ich denke, der Euro ist hier aktuell auch in einem Bias, der hier eine weitere, ja, mittelfristig kann man jetzt nicht sagen, aber mit Blick auf die nächsten Wochen eine weitere Aufwertung sozusagen begünstigt. Und nach diesen Bewegungsabläufen, die wir hier sehen, auch im Sinne dieser markttechnischen Prozedur, jetzt hier das Hoch von gestern zum Beispiel nehmen, ja, könnte man das hier ausdehnen. Es muss gar nicht zu so einem Tief kommen. Würde schon reichen, wenn wir hier in diesem Bereich etwa uns stabilisieren. Und das ist im Prinzip die Aussicht, dass wir hier auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Wochen durchaus das Niveau um 1,1450 nochmals angreifen würden. Also das stelle ich jetzt mal so in Aussicht. Euro-US-Dollar meine ich hier aktuell in einem korrektiven Modus im Sinne seines Erholungsimpulses, den wir ja hier schon seit einigen Monaten sehen. Ja, also das war auf Ganze begann ja hier auch schon das Märztief 2015, wurde hier im Dezember oder November, Dezember hier gar nicht erreicht im letzten Jahr. Das war schon mal so ein leichter Hinweis. Dann gab es hier die EZB-Geschichte Anfang Dezember, beziehungsweise hier dann auch die Leitzinserhöhung in den USA und das Ganze jetzt hier im Umkehrschluss in einem schönen Aufwärtsmomentum und der Euro-US-Dollar scheint hier nicht fertig. Was natürlich, da muss ich eingestehen, zu meinem Bias, den ich ja hier hatte beim Euro-US-Dollar im Sinne des Harmonie-Patterns, was immer noch nicht vom Tisch ist. Ja, also für eine kleine Überraschung muss man ja hier immer noch sorgen. Und das heißt, wenn Euro-US-Dollar jetzt hier, da haben wir das Harmonie-Pattern. Wir sehen hier auch sehr schön im großen Big Picture diesen Widerstand hier um 1,14, 1,1450. Da ist auch der dicke rote Pfeil. Wenn wir hier nochmal runterlaufen Richtung 1,05, natürlich kann das auch passieren. Ja, das würde natürlich kurzfristig auch einer enormen US-Dollar-Stärke entsprechen. Umkehrschluss Euro-Schwäche. Und eigentlich für mein Dafürhalten, rein jetzt unter technischen Gesichtspunkten, wäre so ein finaler Spike in Richtung Parität, also der Marke von 1,00 Euro US-Dollar hier sicherlich eine sehr schöne Geschichte und würde eben auch hier in das Harmony-Pattern, in das Gartley 222-Pattern passen, was hier sozusagen ja ein Counter-Trend-Muster ist, was sozusagen gegen Trendbewegung sich aufstellt, hier anhand von Fibonacci, Retracement und Extensions abgeleitet. Und dieses Muster wirft hier im Bereich der Parität eine mögliche Umkehr voraus. Und wenn wir da hinlaufen sollten, würde eben, da kann ich mich gern wiederholen, neben dem Hintergrund einer Gesamtmarktpanik, sprich der Euro ist dem Untergang geweiht, wenn wir hier unter die Parität fallen sollten, das wären sicherlich die Stimmen, die Sie in der Bild-Zeitung und Co. lesen dürften. Wenn der Euro wirklich so eine Schwäche erfahren sollte, wäre die Stimmung so denkbar schlecht, dass im Zuge dieses konträren Patterns und dieser Umkehrmöglichkeit sicherlich hier dann ein hervorragender mittellangfristiger Einstiegszeitpunkt gegeben wäre, um auf die Frage auch von dem Kollegen, jetzt habe ich die E-Mail leider nicht gesehen, oder den Namen einzugehen, ob man hier langfristig orientiert könnte. Unter diesen Gesichtspunkten hier wäre ein Euro-US-Dollar-Long in diesem Bereich durchaus zu empfehlen. Allerdings, man hier natürlich auch den Nachteil hat, dass die Leitzinsen
hier zu Nachteilen des Euro sind. Sprich, wenn man den Euro long spielt gegen US-Dollar, zahlt man jeden Tag auch die Zinsdifferenz. Und insofern muss schon die Kursperformance hier die Zinskosten revidieren. Aber in der Regel sind die PIP-Bewegungen auch stärker als hier die Swap-Gebühren. Das ist sozusagen immer nur der Bonus obendrauf. Grundsätzlich aber hier, wir sehen sehr schön die 1,14, der Deckel obendrauf. Und erst, wenn wir darüber ausbrechen und wenn der Euro-US-Dollar, ich sage es mal so, in Wochen oder vielmehr noch Monatsschlusspunktkurs über 1,1450, 1,15 generiert, dann wäre das hier sicherlich ein taktisches Kaufsignal für mehrere hundert Pips. Und ich sagte auch oder schrieb unlängst in einer Analyse aus dem letzten Monat, dass wenn der Euro-US-Dollar selbst hier die 1,30 erreichen würde im Jahr 2017, ja, wir sind hier im Monatschartintervall, hier im Jahr 2017, Sommer, irgendwann, wenn wir hier bei 1,30 stehen würden, wäre der übergeordnete Abwärtstrend immer noch intakt, weil das letzte Bewegungshoch ist hier knapp unter der Marke von 1,40 zu finden vom Frühjahr 2014, ja, und das letzte Bewegungstief hier. Und wenn man jetzt hier exemplarischen Aufwärtsimpuls unterstellt, dann ist das immer noch technisch gesehen rein korrektiv im Sinne des übergeordneten Abwärtstrends. So sieht es mal aus. Und das heißt, der Euro ist hier vom Bias her zwar hier in einem Erholungsimpuls begriffen, aber hier ist längst noch nicht alles ausgestanden. A, kann er jetzt hier durchaus schärfer noch zurückkommen? Muss er nicht, wie wir gerade im Intraday-Chart gesehen haben, aber auf Sicht von Monaten kann es hier dennoch passieren, wenn wir hier nicht signifikant über 1,1450 ausbrechen. Ich denke aber, nach einer kleinen Konsolidierung hier auf aktuellem Niveau sollten wir hier nochmal einen Angriff sehen und ja, man muss gespannt sein, ob der Ausbruch dann mal gelingt oder nicht. Ja, wir hatten ja hier im letzten Jahr auch schon mehrere Versuche. Hier zum Sell-off im August hat der Euro kurzfristig profitiert. Dann gab es hier nochmal im Oktober einen Move, wo es hier das herrliche Bearish Engulfing gab, also wirklich eine perfekte Kerzenkonstellation an einem Widerstandsbereich. Und daraufhin ging es ja dann auch tatsächlich hier einige hundert Pips nach unten. Aber man muss eben sehen, ob hier das nach oben aufgelöst werden kann. Also rein technisch aktuell hier alles noch im Lot. Man darf mal gespannt sein, ob die Reise hier sich noch nach oben weiter aufschlägt, ja, die weitere Aufwertung. So. Jetzt muss ich nur direkt mal den Fragedschungel durchgehen. Alpha 21, man hat mir gerade geschrieben, das war gerade, als ich drauf geschaut habe, und zwar sind die Swap-Gebühren bei JFD hoch. Ja, Alpha 21, die Swap-Gebühren sind eigentlich nur so, wie der Markt sie uns gibt. Wir sind ja selbst nicht als Market Maker oder Inhouse-Händler bekannt, das heißt, wir dürfen es auch gar nicht, haben keine Market Maker-Lizenz, das heißt, was sie von uns bekommen, sind die reellen Preise und auch die reellen Swap-Gebühren. Und jetzt passen Sie auf. Gutes Stichwort, ich habe einen Vergleich von einem Partner gesehen, der bei verschiedenen Brokern die Swap-Gebühren verglichen hat. Ja? Also sprich, bei welcher Währung zahlt welcher Broker long übermäßig viel und bei welcher Währung zahlt der Broker short übermäßig viel. Je nachdem natürlich auch auf die Zinsdifferenz. Ja? Nun, und da gab es aber auch einen Broker, oder erstmal so gesprochen, JFD war weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Sprich, wir waren irgendwo hier im Mittelfeld von den Extremen, ja, und ich muss mir die Tabelle am besten mal zuschicken lassen. Und also links waren praktisch die, die auf der Long-Seite viel zahlen und rechts die auf der Short-Seite viel zahlen und in der Mitte sozusagen die Pattsituation. So, und wir waren in der Mitte, wir waren weder noch irgendwo vertreten, was natürlich den Umkehrschluss zulässt, dass der ein oder andere Broker an der einen oder anderen Seite sich immer mehr nimmt, um gegebenenfalls auch andersrum wieder ein Stück weit was zu geben. Aber unterm Strich wird natürlich da auch Geld verdient, wenn falsche Swap-Gebühren berechnet werden. Und eine Kuriosität war mit einem Blick schon feststellbar, und zwar, wenn sich das Währungspaar Euro-Japanisch-Yen, ach, Euro-Austral-Dollar anschauen. Ja, wir hatten ja vorhin die Situation, dass der Euro eine Schwachzinswährung ist und der Austral-Dollar eine Hochzinswährung. Ja, das war ja schon mal der Grundkontext. Das heißt, Euro-Austral-Dollar ist übrigens noch interessanter als der US-Dollar, Austral-Dollar bzw. Austral-Dollar-US-Dollar. Der Euro-Austral-Dollar hat hier noch viel interessantere Swap-Gebühren. Und hier ist es so, wenn man Euro-Austral-Dollar, also die Zinsschwachwährung, long spielt, ja, dann muss man zahlen. Und wenn man Euro-Austral-Dollar short spielt, dann bekommt man Gebühren. Ja, also immer wenn man die zinsschwache Währung entsprechend shortet, ist es ein Profit und wenn man sie longt, ist es im Prinzip ein Sell-Argument. So, und Euro-Austral-Dollar, wenn man den short spielt, also die schwächere Währung gegen die stärkere von der Zinsdifferenz, dann bekommt man Gutschriften. Und jetzt gab es doch tatsächlich einen Broker, aber auch
einige andere, aber der eine war wirklich die Messe, der hier bei diesem Short-Engagement Geld verlangt hat, also praktisch Swap-Gebühren von einem. Wenn man Euro, Australdollar Short gespielt hat, was theoretisch einer Zinsgutschrift entspricht, weil ja die Zinsen eine Schere, eine Divergenz aufweisen, dann war es tatsächlich so, dass hier der Broker sowohl Long als auch Short Geld vom Trader kassiert hat. Und das aus eigenen Stücken. Und eine Begründung dahingehend lässt sich immer auf AGBs schieben oder Marktverhältnisse. Auf jeden Fall finden dann Supportdienstmitarbeiter immer irgendwelche kuriosen Ausreden, was aber mit Verlaub gesagt absoluter Humbug ist, denn Swap-Gebühren werden dahingehend in der Tat durchaus bei der einen oder anderen Stelle manipuliert. Bei uns, wie gesagt, nicht. Und das hat die Grafik sehr schön veranschaulicht und ich werde die mal anfordern. Wo dann wirklich zu sehen war, dass wir in der goldenen Mitte sitzen und weder rechts noch links irgendwas draufschlagen. Und das, lieber Alpha, ist tatsächlich hier die Begründung, warum wir wahrscheinlich weder zu hoch oder zu tief sind. Also die Swap-Gebühren entsprechen dem, was der Markt hergibt, entsprechend des Verrechnungskontos der Währung oder des Währungskontos. Aber da muss man wirklich sagen, sind wir auch hier nicht manipulativ unterwegs. Die Swap-Kosten werden uns sozusagen vorgegeben. Hängt auch immer dran, wie der Broker das natürlich anrechnet, verrechnet, aber grundsätzlich sollte man hier leitzinsorientiert schon bei der stärkeren gegen der schwächeren Währung etc. davor, Schrägstrich Nachteile, dann entsprechend bei den Swap-Gebühren feststellen können. Gut, sind wir mal bei den Swap-Gebühren durch. Jetzt haben wir gar nicht so viele Währungen behandelt, aber ich sehe auch neben Euro-US-Dollar, den ich ja praktisch gerade eben hatte, also wie gesagt, kurzfristig scheint mir hier was Bullisches möglich, ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar interessant. Dazu auch mal hier die, oder letzte Woche, was erzähle ich letzte Woche? Wir hatten gestern den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar im Fokus und zwar mit der Headline kurz vor dem Absturz. Schauen Sie sich das an. Das war gestern. Da stand er noch bei 1,4726 hier an diesem Key-Level. Und heute steht er schon bei 1,4427, schwuppdiwupp. Also mal eben 300 Pips tiefer. Ja, massiv, massiv, massiv. Wir haben heute, Obacht geben, heute noch die Bank of Canada. Es wird mit keiner Veränderung gerechnet, aber wir haben auch noch die Pressekonferenz. Das heißt, hier ab 16, 17, 15, also jetzt in Kürze, kann das hier nochmal sehr, sehr volatil werden. Unter Umständen kommt hier nochmal, oder jetzt sind wir beim richtigen Chart, nochmal der richtige Tiefschlag obendrauf, ja. Und ich rechne hier durchaus mit einer Abwertung, die noch tiefer führen kann. Aber hier sehr, sehr schöne Umkehr im Devisenradar. Können Sie sich gerne nochmal anschauen, haben wir das sehr schön dargestellt. Hier mit diesem möglichen Absturz, der bevorstehen könnte. Und funktioniert nicht immer, aber in dem Fall hat es sehr gut geklappt. Der ein oder andere Streamleser konnte auch daran partizipieren und hier entsprechend auch, ich hatte ja auch das saisonale Pattern vorgestellt, das will ich jetzt gerade nochmal aufführen. Das saisonale Short-Pattern beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar kommt gleich, Software lädt gerade hoch, dass wir hier auch saisonal vor einer bärischen Phase stehen, was sich natürlich jetzt hier mit der jüngsten Schwäche begünstigt. Allerdings gilt es darauf zu achten, das Währungspaar ist sehr, sehr volatil. Also man muss hier mit starken Ausschlägen rechnen. 50, 60 Pips sind da mal nichts. Das muss man auf jeden Fall im Kalkül haben, wenn man die Währung handelt. Hier ist es dann eher besser, auch durchaus die höheren Timeframes mal mit einem etwas fernjustierteren Stop-Loss zu nutzen. Gut, hier haben wir den TradeMinder, also sozusagen die statistische saisonale Auswertungssoftware, die mir hier immer wieder vorgibt, was es denn geben könnte an Marktbewegungen. Jetzt muss ich mal gucken, warum hier nichts steht. Da lädt wohl immer noch hoch. Da sind wir. Und zwar haben wir hier den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar mit dem Schlusspreis von heute in einer bärischen Variante, die denn so ausschaut. Während der letzten 9 Jahre gab es insgesamt 7 Treffer. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, aber Sie sehen auch hier die entsprechenden Schwankungen der jeweiligen Preisbewegung während der Periode vom 13.04. bis 25.05. Generell aber hier ein bärischer Bias bei diesem Währungspaar und das haben wir, wie gesagt, hervorragend eingefangen und es scheint so, als wäre hier weiteres Abwärtspotenzial möglich beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar. Also hier weitere Südperspektive. Und wenn wir uns jetzt den US-Dollar dazu anschauen, den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch Looney genannt, dann sind wir natürlich hier in der Situation, dass das Bild recht ähnlich wirkt. Kurze Anmerkung, hier hatten wir auch ein saisonales Setup. Es gab sogar eine Erholungsmöglichkeit, die bei Weiben nicht ausgeschöpft wurde. Also das ging mal hier gehörig in die Knie, in die Krütze.
Die mögliche Erholung, also Ausbruch, wurde jetzt nicht unbedingt sehr favorisiert, aber zumindest ein Lauf in Richtung 1,34, das blieb aber aus. Und hier hat sich der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar eben massiv nach unten entwickelt. Heute kommt beim Euro-Kanadischen Dollar natürlich die Euro-Schwäche dazu, primär, weil der kanadische Dollar hält sich eigentlich relativ stabil. Mal sehen, was jetzt 16 Uhr, 17 Uhr passiert. Aber, und das ist gut für die Anmerkung an dieser Stelle, Ralf hat das gepostet, hier aktuell durchaus ein interessanter Bereich und wir erlauben uns mal hier so einen Pfeil hinzustellen. Warum? Weil unter charttechnischen Gesichtspunkten bereits hier im Februar 2015, dann nochmal im März 2015, hier der Ausbruch im Juli 2015 und hier knapp davor im Oktober 2015 dieses Level eine Rolle spielte. Und diese grüne Zone, die habe ich ja auch schon seit ewig Zeiten, das war eigentlich mal eine rote Zone, also hier ein Widerstandsbereich, seit ewig im Chart. Und hier genau zu sehen, dass wir diese Zone jetzt erreicht haben, also die technische Chance, hier eine Erholung einzuleiten, ist durchaus gegeben. Definitiv gut erkannt. Und wenn wir jetzt hier von dieser Aufwärtsbewegung, die jetzt hier komplett relativiert wurde, wir haben es ja gesehen hier, dass das 61er Fibonacci-Level schon nach unten durchbrochen wurde und das, meine lieben Zuschauer, ist immer eine Indikation, wenn sozusagen, es sind nicht ganz zwei Drittel, aber wenn, sage ich mal, über die Hälfte und dann das 61,8er Fibonacci-Level aufgelöst wird nach unten, dann spricht viel dafür, dass der Markt weiterfällt bis zum Ausgangspunkt der Bewegung und den haben wir im Prinzip jetzt erreicht. Ob es jetzt noch tiefer kommen kann, wir suchen mal den nächsten Tiefpunkt, der wäre hier im Frühjahr 2015, der absolute finale Tiefpunkt wäre hier, soweit wollen wir gar nicht zurückgehen. Aber selbst wenn wir hier hingehen und das Bewegungsmuster sozusagen vom Mai 2015 bis hier zum Hoch Januar 2016 nehmen, dann sind wir auch hier schon durch das 61er Retracement durchgesackt und das ist natürlich eine Situation, die hier sehr, sehr fragwürdig ist und trotz dieser aktuellen Unterstützung hier nicht unbedingt schon das Ende der Abwertung zulässt. Ja, also beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar erwarte ich ja auch noch Schwäche. Ob die jetzt primär vom Euro oder von der Stärke des kanadischen Dollars ausgeht, bleibt mal abzuwarten. Aber was Sie erwarten müssen, ist, wenn der Ölpreis sich weiter stabilisiert, und danach sieht es ja durchaus aus, liebe Zuschauer, dann profitiert davon der kanadische Dollar. Der kanadische Dollar ist hier eng gekoppelt mit dem Ölpreis, also hier die Ölpreiskorrelation ist sehr eng, sprich ein schwacher Ölpreis, und das lässt sich auch hier sehr schön im Preisschart sehen, begünstigt eine US-Dollar-Cut-Aufwertung, ein schwacher Ölpreis, ein starker Ölpreis kippt das Ganze hingegen, und genau das sehen wir im Prinzip hier seit Jahresbeginn. Der Ölpreis hat ja hier zur Bodenbildung angesetzt, nachdem neue Tiefs gemacht wurden, und genau das spiegelt sich hier umgekehrt im Korrelationsfall hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wieder. Und insofern auch beim US-Dollar-Cut immer auch den Ölpreis mal im Blick haben. Ich glaube noch nicht, dass es unbedingt das finale Tief gewesen sein muss, aber der Ölpreis befindet sich aktuell im Erholungsmodus, was eigentlich auch für eine weitere Schwäche beim Loonie spricht. Also der kanadische Dollar hier ergo weiter stark. Passt zum Chartbild Euro-Cut. Beim US-Dollar-Cut sind wir zwar hier bei einer Unterstützung, die korrektiv, also zwischengeschaltet, hier durchaus eine Erholung zulässt. Aber ich meine, es könnte dann im Anschluss auch durchaus noch eine Etage tiefer gehen. Durchaus. Weil anzunehmen ist, dass der Ölpreis hier durchaus auch eine weitere Erholung fortfährt. Also es ist derzeit tatsächlich so, dass der Markt hier wohl weiter nach oben laufen könnte im Ölpreissegment und hier der US-Dollar, kanadische Dollar dann entsprechend schwach notiert. Ja, hier eben auch wichtig, wie gesagt, die Korrelation in Sachen Öl und kanadischer Dollar. Darauf gilt es zu achten. Rohstoffwährung ist nun mal Rohstoffwährung. Und hier, wie gesagt, scheint das Ende noch nicht gefunden. Nächste Station wäre hier der Bereich um 1,2370 etwa, wenn wir da hinkommen. So, ich habe vorher noch versprochen, ein anderes Yen-Pair zu covern. Und zwar fällt mir da mehrfach nachgefragt, der Euro-Yen ins Auge. Sieht natürlich keinesfalls besser aus als der US-Dollar-Yen, den wir vorhin gerade im Big Picture betrachtet haben. Auch hier, auch selbst wenn sich der Euro stabilisiert, scheint hier der Euro gegenüber dem japanischen Yen noch nicht fertig. Und im Umkehrschluss dürfte es hier noch Zurücksetzern, die bis in den Bereich 1,20, 1,19 reichen dürften, kommen. Hier sehe ich grundsätzlich eine Möglichkeit nach Stabilisierung, weil wir im Prinzip hier so eine Stauzone haben aus früheren Gegebenheiten. Wenn der Yen aber massiv weiter aufwerten sollte, und das kann durchaus passieren, dann sehen wir auch beim Euro-Yen durchaus noch Preise von unter 119 Yen, was dann hier natürlich dann ja,
selbst eine gewisse Euro-Stärke dann den Rang ablaufen würde, weil ich vermute, die Yen-Aufwertung wäre dann eben stärker als die Euro-Aufwertung möglicherweise. Und im Cross-Rate per Euro-Yen wäre das ja dann entsprechend eine Bewegung, die sich hier weiter nach unten fortsetzen dürfte. Also mir scheint es hier so, als wäre der Markt auf der Südseite auch noch nicht fertig. Insbesondere hier mit Aufgabe dieses Levels um 127 Yen. Das war ja schon eine steile Aktion. Hier so ein bisschen im luftleeren Raum, also in diesen leichten Marken hier versucht nach oben zu laufen, aber hier großer Abwärtstrend, ist nicht geschafft, hier über 127 Yen deutlich rauszugehen. Und in der Vorwoche gab es, wie gesagt, in Anführungszeichen die große Klatsche. Also in der letzten Woche haben wir eine massive Yen-Aufwertung gesehen. Krass, gerade auch Australdollar-Yen, ja, enorme Bewegungen, sowas sieht man nicht oft. Und hier die Situation, dass es auch noch nicht zu Ende zu sein scheint beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Ja, also der Yen hat hier dann erheblichen Einfluss, eben weil dann viel Kapital ihren Rücklauf findet und das wirkt sich dann entsprechend stark aus. Gut, so, ansonsten, liebe Zuschauer, wir haben in der nächsten Woche, also dieses Wochenende haben wir ja die Invest, ich gehe nochmal kurz auf meinen Desk, wir haben ja die Invest in Stuttgart, wer aus dem süddeutschen Raum kommt, sei dazu eingeladen, mal vorbeizuschauen. Hier jederzeit willkommen zum Smalltalk. Wie gesagt, wir haben keinen Stand, aber wir werden da am Start sein. Ansonsten nächste Woche auch noch das Rainbow Trading für JFD-Kunden hier auf jeden Fall schon mal mit einem dicken Rabatt versehen. Gibt es wieder eine dreiteilige Online-Seminar-Serie am Abend. Kriegen Sie auch alles per Aufzeichnung im Endeffekt. Das heißt, da kann man auch immer noch gern nacharbeiten. Und was eben noch gut ist aus Kundensicht, dass Sie auch noch das Rainbow Template erhalten, was praktisch so aussieht. Die Geschichte hier für den MetaTrader. Das wäre es im Prinzip auch schon heute dann bald gewesen für unser Webinar. Wenn Sie jetzt noch abschließende finale Fragen haben oder vielleicht noch ein kleines Wunschpair, wobei das wird man kaum schaffen von der Zeit, dann nur zu. Im Prinzip hätten wir heute das JFD-Devisenradar-Webinar schon gut rumgebracht. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs reichhaltige Einschalten, meine lieben Zuschauer. Jetzt zur Wochenmitte dürfen wir mal gespannt sein, was die Woche zum Abschluss noch bringt. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Dabeisein und wenn Sie mögen, wie gesagt, können Sie gern immer wieder mittwochs dabei sein. Wir werden auch noch weitere Webinare schalten. Das werde ich aber auch hier auf dem Stream ankündigen. Und wenn Sie JFD-Kunde sind, erhalten Sie es ohnehin in Sachen Live-Trading. Jeden Monat werden wir hier sicherlich noch einiges kommunizieren. Und ansonsten gibt es eigentlich von meiner Seite aktuell nichts mehr zu sagen. Wie viel das Rainbow Trading kostet, ich meine, es bewegt sich zwischen 40 und 60 Euro. Hier einfach auf den Link klicken, da kommen dann praktisch alle weiteren Informationen. Ich stelle den Link mal rein und dann haben wir es im Prinzip auch schon sozusagen geschafft. Gut, meine lieben Zuschauer, dann gibt es soweit keine Fragen, aber ich sage erstmal danke für das positive Feedback. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann war es ja zweckmäßig. Schließlich ist es Ihre Zeit, Ihre kostbare. Und wenn wir dann ein Stück weit Mehrwert liefern können, dann ist es natürlich perfekt für alle Teilnehmer. Ich freue mich, dass ich Ihnen da hier helfen konnte, beziehungsweise den einen oder anderen Lichtblick vielleicht geben konnte in Sachen Währungsgefüge. Ist ja, wie gesagt, ein hochspannender Markt. Für mich auf jeden Fall der spannendste, den es gibt. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch auch einen schönen Mittwochnachmittag. Schönen Feierabend, wenn er denn da ist. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche, Schrägstrich morgen beim JFD Devisenradar 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.